Jo und hallo! Ich freue mich sehr, dass du mich wieder eingeschaltet hast, dir diesen Stream, wollte ich gerade sagen, ist ja gar kein Stream, anschaust auf YouTube und sage deswegen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio. Wie beim letzten Mal habe ich ja den Schriftzug gemacht und ich habe dann aber gemerkt, das muss ich vielleicht auch mal ein bisschen erklären, weil ich kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist. Ich wollte mir die Taschen vollhauen hier mit unten hier mit den Greifarm und dafür brauche ich halt Greifarme und die Greifarme kann ich mir halt selber machen mit grünen Schaltplatten, also die hier und Stahl. So, und dann ist mir aber aufgegangen, ich habe mir die zuerst hier geholt. Hier war alles voll irgendwo mit Greifarmen. Ich weiß jetzt gar nicht. Hier ging das so runter und dann kam auf einmal keine mehr nach. So, und ich frage mich, warum kommt hier keine mehr nach? Und dann sehe ich hier, hier kommen keine Greifarme. Wieso kommen hier keine Greifarme? Und dann sehe ich halt, okay, das geht hier lang. So, und dann denke ich hier so, Moment mal, wieso, hier, wo geht denn das jetzt hier weiter? Und dann sehe ich, ah ja, hier, und dann, ah, hier werden ja Greifarme hergestellt. So, und dann werden aber gar keine Greifarme hergestellt. Und ich frage mich, warum? Und sehe halt irgendwie, hier kommt gar kein Eisen an, also keine Eisenplatten. Also, ja. So, und dann gucke ich natürlich Eisenplatten. Ja, hier Eisenplatten. Hier ist alles voll mit Eisenplatten. Aber wieso ist hier alles voll mit Eisenplatten? Aber hier kommen gar keine Eisenplatten mehr an. Hier sind keine Eisenplatten. So, muss ich erstmal hier lang gelaufen. Bin ich erstmal hier lang gelaufen und sehe, hier werden die Eisenplatten halt sich hier rangeholt. Von der Spur hier oben. So, und hier die Spur oben ist hier völlig leer mit Eisenplatten. Hier kommen keine Eisenplatten an. Das ist Fakt. Ja? Hier oben gehen Eisenplatten lang, aber hier oben unten kommen keine Eisenplatten. Kommt keine Eisenplatten. So, also warum kommen hier keine Eisenplatten? Ich guck. Hier keine Eisenplatten. Da guck ich weiter. Und es kommen einfach hier keine Eisenplatten an. So, hier werden Eisenplatten produziert. Die werden hier reingelegt. Aber wie zum Teufel kommen jetzt hier Eisenplatten an? So, das ist jetzt die große Frage. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich habe einfach nicht genug Kapazität, aber vielleicht habe ich mich auch verguckt. Also hier kommen auch keine Eisenplatten an, sondern hier kommt Erz an, Eisenerz, und dann kommen hier oben Eisenplatten an. So, das ist nämlich genau so funktioniert das. Also es kommt kein Erz an. Weil das Erz alles hier schon weggefrühstückt wird. Warum eigentlich? Weil hier massig Munition hier wird Munition hergestellt, wie blöd. Also ich brauche mehr Eisenerz. So, genau. So, jetzt geht's wieder los, ne? Hier kommt aber Eisenerz an, aber es kommt einfach viel zu wenig Eisenerz an. Es kommt Eisenerz von hier oben an. Ne? Da oben habe ich ein Eisenerzlager, aber hier unten habe ich einen Bahnhof. Und bei diesem Bahnhof, hier kommt irgendwie kein Eisenerz an. Also jetzt nicht genug jedenfalls. Hier, die ganzen Dinger sind leer. Was soll das? Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, der Zug wird halt nicht schnell genug entladen. Das ist das Problem. Das heißt, ich muss auf der anderen Seite, gucken, ob ein Zug kommt. Auf der anderen Seite muss ich halt auch hier nochmal so ein bisschen so ein System bauen, wie ich das irgendwie oben auch schon mal gemacht habe. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich oben hatte ich 5 Spuren gebaut. Oder so, könnt ihr sogar 6 Spuren hier bauen. Guckt ihr das an. Hier wird nämlich genau gezeigt, wo der Zug einfährt und wo er dann stehen wird. Das finde ich richtig geil. Das war am Anfang war das noch nicht so. Und jetzt kann ich genau sagen, wo. Ach, das ist ja geil. Dann kann ich nämlich hier. Kommt der Zug? Nein. Dann kann ich nämlich hier auch nochmal eine Spur aufbauen. So, und eigentlich hier auch. So,
Und die Kisten? Das sind Stahlkisten, oder? Ah. Willst du geizig werden hier? Oha. Das war eine zentrale Ader, möchte ich sagen. So, ich bin zu weit weg hier. So. So. Wenn ich mich beeile. Nee, das schaffe ich nie. Das war ein Unsinn. Ich wollte gerade sagen, wenn ich mich beeile, dann könnte ich vielleicht irgendwie noch fertig werden, bevor der Zug kommt. Aber. Das glaube ich nicht, dass das klappt. Mist. Ein zu wenig. So, aber ich beeile mich trotzdem. Also so ist es hier nicht. Ich brauche noch einen. Mist. Ich brauche noch einen. Schneller. Schneller. Jetzt die Dinger. Da habe ich das irgendwie so ein bisschen kompliziert gemacht. Vielleicht falsche Richtung. Darüber gerannt, ohne zu gucken. So, es wird natürlich jetzt nur einseitig aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht sollte ich das doch ein bisschen differenzierter machen. Jetzt gibt es hier ein bisschen Probleme. Ich muss das jetzt so machen. Ist das blöd. Bei 5 Stück muss doch einer in der Mitte sein. 1, 2, 3, 4, 5. Aber bei 6 nicht. Fuck. Das ist ja blöd. Egal, machen wir es so. Wann kommt denn der blöde Zug? Steht der schon die ganze Zeit da oben? Wieso fährt er nicht weiter? Habe ich irgendwie irgendwann irgendwo den Zug gestoppt? Der steht ja schon länger als 30 Minuten da. Also 30 Sekunden da. Hä? Hat der keine Kohle mehr? Was ist denn das Problem jetzt?
Tatsächlich. Der ist liegen geblieben. Ja, und dann gucke ich erstmal, ob es zukommt. Auch geil, ne? So, den nehme ich noch mit. Dann nehme ich auch noch mit. Mhm. So. Ja, Gott. Voll hängen geblieben. Kommt er nie wieder raus. Voll die Falle. Für einen Digi-Held reicht das. Einfach nur irgendwie so ein Ding dahin bauen. So ein U und schon bin ich gearscht. Komm nicht wieder raus. So ist das nun mal. Man muss irgendwie das entweder akzeptieren oder versuchen, da irgendwie gegen anzuargumentieren. Aber, naja, das Problem bei Blödheit ist, die Argumente fehlen. Ne? Das ist nun mal so. So. Und jetzt gehen wir mal gucken und schauen mal, warum bei dem Zug keine Kohle ankommt. Geil. Völlig falsch. Die Position ist ja völlig falsch. Aber der soll doch auch nicht. Also hier schon, soll schon mal keine Kohle rein. Ich habe den ja mal versetzt wegen Kupfer, ne? Ne, wegen Munition. Wieso ist denn da Kupfer drin? Hier stimmt doch irgendwas ganz und gar nicht. Der Zug ist ja auch viel zu weit gefahren. Ach, der Zug ist angefahren? Ah, ich verstehe. Der Zug ist angefahren und dann ist er halt angehalten, weil er keine Kohle mehr hatte. Geil. So. Genau das soll ja nicht passieren. Er sollte jetzt nicht losfahren. Stopp! Stopp! Oh Gott. Okay. Jetzt weiß ich nicht genau, wie er jetzt rückwärts da in die Dings reinfährt. Ah. Warte mal, aber das kann sein, dass ich einen Fehler gemacht habe. Fahren wir dich mal erstmal auf Position und dann werden wir hier einen weiteren Kohlezugang anbauen. Das ist halt sehr weit vorne, ne? Ich fahre den Zug dann doch mal ein bisschen weg. So, hier sieht man halt, das ist genau dazwischen, wie geil. Okay, das Teil kommt einfach ein bisschen weiter runter. Und schon macht man wieder was ganz anderes, ne? So ist das nur. No, also kein Saft. No power. Wieso fährt er denn durch? War ich denke mal, war die nächste Station und ich hätte mitfahren können, ne? Oh, ich hätte mitfahren können. Ich trottel, da oben blinkt das dick. Das dick blinkt da oben. Okay. Ich hätte mitfahren können. Oh Mann, ey.
Wie lange ist der Teil denn schon? Okay, 5 Minuten noch. Dann ist diese Schmach vorbei. Ja, also es ist keine. Was, warum ist jetzt also kein. Warum sind keine Eisenplatten da angekommen? Ich weiß es immer noch nicht. Aber, ein Grund könnte halt sein, dass kein Zug kam. Das könnte durchaus ein Grund gewesen sein. Wir werden es gleich sehen. Wir werden gleich sehen, wie hier der Zug einläuft. Und jetzt hier von beiden Seiten das vollgehauen wird. Guck mal, er zeigt auch, wer es irgendwie. Es sind schon ein paar geile Sachen dazugekommen, ne? Jetzt zeigt er nämlich auch an, wer von Strom versorgt wird. Er hat nicht alles geschafft, aber er hat schon sehr viel geschafft. Und es sind halt irgendwie. Oh Gott, so viel ist es ja nicht. Warum ist das so unterschiedlich? Die sind schon leer. Okay, deswegen ist es so unterschiedlich, weil hier sind ja zwei Spuren hinzugekommen, aber ich habe das noch nie angeschlossen. Und dann folgen wir dem Ganzen hier mal und da werden wir feststellen, dass es gleich so richtig schön hier, das sieht, ne, das sieht ja schon wieder ganz anders aus. Aus diesem bisschen kommt halt irgendwie hier, das ganze Band ist schon fast voll. Und dann werden die Öfen werden gleich laufen, die werden brennen. Da kommt es an. Da kommt es an. Oh, jetzt werden wir gleich sehen, wie das hier alles entflammt. Da, die ersten Öfen gehen an. Die ersten Eisenplatten werden provoziert. Wie blöde. Guckt ihr das an? Guckt ihr das an? Alles fängt an zu leuchten. Oh, Mordor steht in Flammen. Und hier kommen die ersten. Da, die ersten Eisenplatten kommen an. Und es wird hier wieder Zahnräder produziert von den Eisenplatten. Zahnräder und hier werden wieder Flaschen produziert, obwohl die wurden vorher. Ne, Zahnräder brauchen die, ne? Ja. Ja, und das geht weiter hier. Die Eisenplatten wandern hier weiter. Werden hier wieder aufgenommen, um hier diese, die ich eigentlich haben wollte, zu produzieren. Und hier geht es auch weiter. Auch hier wird dann weiter produziert. Ja. Aber es ist halt. Ne, es wird noch irgendwie abgefangen. Auch noch zu viel. Jetzt kommt mal irgendwie einer durch. Und schon sind die ja völlig hier, ne? Diese elektronischen Schaltkreise werden hier produziert. Das sind übrigens die, die ich auch brauchte. Ne, so. Um halt das eigentliche, nämlich die hier zu produzieren. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich brauche ich die ja gar nicht produzieren, weil ich produziere Greifarme quasi schon. So, und dann kommen hier die ersten Greifarme, kommen halt hier an. Dann werden aus den Greifarmen blaue produziert. So, aber man könnte theoretisch hier nochmal eine Kiste schaffen.
Und dann werden halt die fertig produzierten Greifarme werden halt da reingepackt. Nein, das wollte ich doch nicht. Na, so ganz, dann wird das schon mal weggelagert. Und dann habe ich immer zur Not noch irgendwie Greifarme, falls ich mal irgendwie dringend Greifarme brauche. So, jetzt kann ich aber Greifarme mit tatsächlich auch hier selber produzieren. Na, ich mache mir noch mal irgendwie schnell ein paar Zahnräder, wie mir unten sieht. Und wenn die fertig sind, dann kommen die Greifarme raus. Und dann kann ich nächsten Teil, kann ich dann wieder anfangen. Ich hoffe, wenn der Zug halt irgendwie nicht irgendwie das nächste Mal stehen bleibt, da oben, er fährt noch, müsste gleich irgendwie aufgetankt werden. Was ist das so? Okay. Immer wieder was Neues. Okay, alles klar. Dann danke fürs Einschalten und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss.